Wir lernen Wachtan zusammen. Ich mache das auf zwei Sprecher, Deutsch und Englisch, weil ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die möchten auch auf Englisch lernen. So, wir beginnen mit den Füßen sehr gut auf dem Boden. Die Knie sind gebeugt und die Hüfte ist gespannt. Hier wir öffnen und dann wir schließen das Brustkorb und die Arme sind gestreckt auch. So, we begin with bringing the feet on the floor. We bend the knees, we relax the hips, we open the chest, we close the rib cage, we bring the hands to the side. This is the basic position for belly dance. We begin with very simple exercise. So, erstmal, wir haben beides Knie gebeugt, sehr viel gebeugt. Und dann wir beginnen nur einzustrecken. Und dann wir bringen die Hüfte nach oben und dann zurück. Und die andere Seite. So, wir beginnen mit beide Knie. So, we begin with stretching one knee at a time, bringing the hip up and then bending back and bringing the other one into stretch and back. We relax the hips, so die Hüfte ist sehr gespannt. Und wir nur machen eine Rotation in diesem Punkt, 10 cm unter unserem Bauchnabel. So we begin with a rotation that is 10 cm below our belly button. And your weight should be in between your feet. So das Gewicht ist hier zwischen diese Füße und anderen nicht. So you don't want to change your weight. And we just enjoy the movement. We can relax the hands to the side. And then we're going to make it faster. So wir machen das ein bisschen schneller. Und jetzt wir haben ein Shimmy. Ein Shimmy ist ein Shaking in unsere Glutes, so das ist die Popomuskeln und dann auch in die Beine, in die, diese Oberbeine. So we have a Shimmy, which is a shaking in the butt and also in the upper part of the legs. And you don't want to shake it tension, you want to shake it like a jello. So you want to, you imagine that you have a jelly cake inside your legs and butt and you want to shake it. So you have like a jelly type of movement that goes blah, blah, blah to the side, not just tension. And if you feel that you have a tension, then you want to really stop, relax, bend the knees, bounce a little and then start again. A little by little, slow and then make it faster. So wenn es gibt ein bisschen Tension in deinen Hüften, dann du musst dann stoppen und einmal mehr sehr langsam starten. Okay, jetzt wir machen interessant. Wir schließen die Augen und wir fühlen, was macht die Hüfte und was machen die Beine, was machen die Knie. Now we close our eyes, make it interesting, and we feel, what does the hip do and what do the knees do. And you want to really relax, you want to let go. You don't want to feel tense, you don't want to think too much. You want to let go of your thought and you want to just imagine that the knees are going front and back. And feel, listen to the music. And feel how the music is bringing the movement inside your hips. So maybe we should increase the music so that we can hear it a bit more. Und entspannen alles, denken nur auf die Knie und nur auf diese vorne und hinten. Und enjoy. Dankeschön. Schließen die Augen. Nur fühlen. Du bist allein in deinem Zimmer und du tanzt jetzt allein und du kannst alles machen, was du möchtest. Das ist kein Problem. So you're free, you're alone in your room, you're dancing and you can do whatever you want. It's all fine. You can do whatever weird thing that you want to do. And enjoy. You can move your arms if you want.
think too much. Thinking is bad. For the shimmy, the more you think, the worse it gets. So denkst an nichts. Du musst nur fühlen jetzt. Und wenn es geht nicht, dann stoppen und auch langsam beginnen. Nur die langsame Bewegung und danach schneller. Also wir beginnen mit der Schulter, eine Schulter vorne und dann die andere. So we begin with our shoulders. One shoulder front and the other. Und dann wir machen das ein bisschen schneller. We make it a little faster. Und schneller. So es gibt ein Shimmy, Schulter-Shimmy. So we make it faster and faster and we make a shoulder shimmy now. The hands and arms are on the side, so the arms sind gestreckt, so an die Seite. Und wir enjoy. Wir können vorne gehen und hinten. Vorne und hinten. Vorne und hinten. Vorne und hinten. Entspannen alles. Shake it. A little more. And let's change it to the hips again. Wir machen die Hüfte einmal mehr. Sehr gut gemacht.